Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute geht es um das Buch Halo von Alexandra Adornetto. Dieses Buch hat mit allem drum und 558 Seiten und ohne Vorschau und ohne Danksagung hat es 541 Seiten. Es kostet 17,95 Euro, ist ein Hardcover mit Schutzumschlag und ist im Rowohlt Rotfuchs Verlag erschienen. Und ist ein Fantasy-Buch oder ein Engelbuch, besser gesagt. Sieht so aus, aufs Cover und auf den Umschlag kommen wir dann später noch genauer zu sprechen. Und jetzt geht es erstmal um den Inhalt. Ja, wie schon erwähnt, es geht hier um Engel und zwar um die drei Engel, Gabriel, Ivy und Bethany. Diese drei Engel werden auf die Erde gesandt, um in dem kleinen Ort Venus Cove, wenn ich es richtig, ja, gegen das Böse zu kämpfen. Und sie sind dort eben dann hingesandt worden und müssen da eben dann das Böse bekämpfen. Und Ivy ist dann quasi so die Hausfrau sozusagen und Gabriel und Bethany sind dann in der Schule. Bethany ist ganz normale Schülerin und Gabriel wird dort Musiklehrer. Und wie Engel so eben sind, sind sie natürlich wahre Schönheiten. Und Bethany ist total fasziniert. Sie ist die unerfahrenste, der unerfahrenste Engel der drei. Und sie stürzt sich mit totaler Lust und Lebensfreude in diese Highschool-Zeit quasi. Und man wird eigentlich aber gewarnt, also sie wird gewarnt von ihren Geschwistern hier genannt quasi, dass sie sich nicht ganz so sehr einfügen soll, weil sie einfach auch begrenzt nur auf der Erde sind. Wie es dann aber dann durch den Zufall so will, verliebt sich Bethany in den Schulschönling Xavier Woods und dann beginnt eigentlich das Drama seinen Lauf zu nehmen, weil Bethany natürlich verhindern muss, dass Xavier herausfindet, was sie sind, weil das würde das alles ja, zum Scheitern bringen sozusagen, weil ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn euer Freund oder eure Freundin sagen würde, sie ist ein Engel. Ja, und ob das Bethany gelingt oder nicht oder wie es weitergeht und was da noch alles so passiert, das müsst ihr selber rausfinden. Die kurze Inhaltsangabe war das jetzt und jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ich hatte an dieses Buch eigentlich überhaupt keine Erwartungen. Ich habe es gesehen und dachte mir, ja, das ist doch schön. Hab's dann daheim gehabt, hab's dann erstmal ein paar Wochen gar nicht so beachtet irgendwie, obwohl das Cover natürlich traumhaft schön ist, aber ich habe so gar nicht beachtet und war so gar nicht in der Stimmung, so ein Buch zu lesen, so ein Engelbuch. Und dann habe ich es aber doch jetzt im März zur Hand genommen und habe dann angefangen zu lesen, habe dann auch gesehen, dass Lucy von Master Tias, oder wie immer, ich weiß es immer nicht, ach Gott, dieses Buch dann auch rezensiert haben. Und ich habe dann die Rezension mir eben nicht angesehen und dann dachte ich mir, ich lese es. Ja, was soll ich zu dem Buch sagen? Es ist schön. Es ist ganz, ganz, ganz schön. Es ist aber allerdings so, natürlich, das solltet ihr wissen, das Buch ist garantiert nicht für jedermann etwas. Es ist nämlich wirklich an Kitsch und Romantik nicht zu überbieten. Also diese Liebesgeschichte zwischen Xavier und Bethany wird wirklich breit getreten in allen Lebenslagen. Und ich fand es in der Zeit, wo ich es gelesen habe, unheimlich passend. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, in der Zeit zu lesen. Das gebe ich auch offen zu. Ich bin eigentlich gar nicht so dieser Romantik-Fan, zumindest nicht, was es in Büchern anbelangt. Auch eigentlich nicht im echten Leben, aber in Büchern finde ich es eigentlich immer noch ein bisschen arg kitschig. Und es war auch dieses Buch, also es war wahnsinnig kitschig. Aber es hat mir gefallen, weil ich einfach diese Botschaften dann auch immer wieder sehr, sehr schön fand, weil halt auch diese Engel natürlich ein bisschen übernatürlich und da geht es auch viel um Übernatürliches und auch um Gott und eben allen diesen Zeug und das muss man mögen. Da bin ich auch ganz ehrlich, da verschönige ich auch nichts. Ich sag mal, ich habe dem Buch 3,5 von 5 Sternen gegeben und es ist eine gute Note. Aber eben dieses ganze Übernatürliche und Kitschige und dieses, weil es halt wirklich eigentlich sich dann nur noch zu 90% um diese Liebe dreht, ist es halt nicht für jedermann etwas.
Ich fand es in dem Moment schön. Es ist einfach ein Momentbuch. Also wenn du gerade in dieser Stimmung bist, so richtig auf was Kitschiges und Romantisches, dann kannst du das wunderbar lesen. Wenn du aber so überhaupt nicht dafür empfänglich bist, wird man auch mit dem Buch keine Freunde haben. Keine Freude haben. So habe ich das für mich einfach rausgefunden. In dem Moment fand ich es schön. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste es jetzt in meiner jetzigen Situation lesen, würde ich es wieder nicht tun. Dann würde ich noch mal ein bisschen warten. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch dann aber recht schnell durchgelesen gehabt. In 2 Tagen war es beendet, weil ich dann einfach so in dieser Geschichte drin war und einfach gerade so gut gepasst habe, dass ich dann auch gar nicht aufhören konnte zu lesen. Also wie gesagt, es ist ein Buch, ich denke, es wird polarisieren. Entweder man wird es mögen oder man wird es hassen. Ich mochte es und ich hoffe, ihr mögt es auch. Ihr solltet es euch auf jeden Fall genauer ansehen, weil ich es einfach, ja, ich fand es schön und ich weiß ja nicht, was Lucy dazu gesagt hat. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht angeguckt, die Rezension, weil ich mich da auch gar nicht beeinflussen lassen wollte. Und ich empfehle es. Ganz einfach, ihr solltet euch es angucken. Ich werde jetzt mal noch mal ein bisschen auf das Buch selber eingehen. Und zwar das Cover könnt ihr ja hier erkennen mit diesem wunderschönen Bild. Das finde ich traumhaft schön. Ganz, ganz toll. Hello ist ja das englische Wort für, also frei übersetzt oder wenn man es so interpretiert, als Heiligenschein sozusagen. So habe ich es zumindest mir rausgefunden aus Wörterbüchern und mit Hilfe meines Freundes. Ist eben der Schutzumschlag, ist eben mit Schutzumschlag, habe ich ja schon gesagt. Und ohne Schutzumschlag ist das Buch aber auch traumhaft schön. Und zwar sieht das dann so aus. Also es ist auch nochmal ohne Schutzumschlag wirklich eine Augenweide. Und es ist auch hier so ein bisschen glänzend, wenn ihr das sehen könnt. Also es ist wunderschön. Ein bisschen vermisst bei diesem dicken Buch, muss ich sagen, habe ich ein Lesebändchen. Das hätte ich sehr gerne gehabt. Ich weiß nicht, wieso es keins gab. Ich hätte es gern gehabt. Gerade bei diesen dicken Büchern finde ich das, werte das jetzt einfach nochmal alt. Und das habe ich ein bisschen vermisst. Zu der Autorin, ich gehe eigentlich nicht so auf die Autoren ein. Aber bei dem Buch, muss ich sagen, tue ich es ausnahmsweise mal, weil ich das sehr bemerkenswert finde, wie diese Dame schreibt. Sie schreibt nämlich schon sehr erwachsen und sehr, sehr poetisch auch teilweise. Dafür ist sie erst 19. Sie ist aus Australien, Alexandra Adornetto. Sie ist in Australien und lebt dort und ist 92 erst geboren. Also sie ist jetzt 19. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, es hat jemand Erwachsenen geschrieben oder Älteres, sage ich mal. Und da war ich schon wirklich sehr überrascht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auch definitiv den 2. Band lesen. Ich meine, der kommt Ende dieses Jahres raus. Das ist dann Hades. Und da ist eben auch hinten noch eine kleine Leseprobe drin. Da bin ich jetzt aber noch gar nicht so eingestiegen, weil das will ich immer gar nicht so. Aber ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen und hat euch vielleicht weitergeholfen. Und ich werde versuchen, dran zu denken, Lucys Rezension hier noch irgendwo zu verlinken, damit ihr euch die auch vielleicht mal angucken könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!